So, und moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enshrouded. Ich weiß jetzt aktuell nicht, wie die Lautstärke jetzt ist, ob ich zu laut bin oder das Spiel zu leise, zu laut oder so. Daher bin ich jetzt auch aktuell eher darauf angewiesen, was ihr sagt. Ich würde aber mal sagen, ich mache mal vielleicht das Spiel ein kleines bisschen lauter. So, weil bei OBS hier die Anzeige, die ist schon relativ weit unten. Und ich wollte heute endlich mal mit euch die neuen Dungeons ausprobieren. Ich war jetzt 2 Wochen weg. So, und daher würde ich das hier jetzt mal ausprobieren, riskieren. Und ich weiß zumindest schon mal, er ist der Questgeber dafür, der liebe Balthasar. So, steig hinab in die Hallen der Erloschenen. Inzwischen hast du die Erloschenen kennengelernt. Fahle Knochenhüllen, beseelt von Zorn und dem Fluch der Flamme. Die Legenden besagen, dass sie in große unterirdische Hallen unbekannten Ursprungs verbannt wurden. Ich habe während meines Studiums eine solche Halle entdeckt, aber ich konnte sie nicht betreten. Vielleicht kannst du es. Stell am besten, wenn möglich, ein Team zusammen, um hinabzusteigen. Ein Team brauche ich dafür. Und hier gibt es auch irgendwie was Neues bei ihm. Mal gucken, was ist denn neu? Warmweiß leuchtende Substanz. Ich glaube, nur das ist neu. So, jetzt wollen die was. Und ja, ich hatte, bevor ich weg war, hier ein bisschen gesammelt gehabt, auch ein bisschen nochmal hier was neu gemacht gehabt und so. Die sind jetzt voller und ein bisschen haben wir da halt jetzt. Das war aber alles noch vorm Update. So, du hast doch meine Tante. Achso, warte, was will er denn? Die geheimnisvollen Hallen der Erloschenen. Die schaurigen Katakomben, welche die Erloschenen beherbergen, gibt es also wirklich? Meine Tante Elin hat immer Geschichten gesponnen, aber du kennst sie ja. Sie war schon immer eine Märchenerzählerin. Wenn der alte Balthasar sie selbst gesehen hat, dann ist das wahr. Oh, denk an die Materialien, die Architektur, die Schätze. Ich wünschte, meine kleinen Beine könnten mich auch dorthin bringen. Er hat auch was Neues. So, Stauraum ist nichts Neues. Gleiter. Haben wir halt nur die beiden? Hä? Außergewöhnlichen Gleiter? Der hat einen neuen Gleiter oder wie? Okay, den müsste ich mir mal ansehen, dass wir den dann machen. Wir haben den hier. Leder, Leinen, alchemistischer Grundstoff. Haben wir das? Leinen und alchemistischen Grundstoff? Muss ich mal gucken. So, erstmal suchen. Hier. So, ich will die Info weghaben. Wie kann ich die Info loswerden? Alchemistischer Grundstoff. Er wollte. Das ist auch neu. Okay. Wir brauchten nur zwei. Steuerung ist jetzt ganz komisch. Und Dingens haben wir hier irgendwo Leinen. Irgendwo unten, glaube ich. Oder oben. Da bräuchten wir auch nur zwei. Stapel teilen. Nein, das wollte ich so nicht. Hallo. So, wie, okay, das neue Dingssystem verstehe ich nicht. So. Ach, 4 hatte ich davon gedacht. Okay. Wo war das Grundstoff? Hier. Hier. So, nochmal 2. So, dann kriegen wir jetzt den neuen Gleiter. Den hier. Godspeed. Genau, wir hatten ja den blau, den roten. Nehmen wir den. Den packe ich mal in die Ausrüstungstruhe, die hier ist. Vielleicht kann dort irgendjemand, der irgendwann mal bei mir sein sollte, so zum Zauberhose haben wir zweimal. Weg damit. Haben wir sonst irgendwas doppelt?
Ich versuche jetzt gerade die neue Steuerung hier ein bisschen zu verstehen. So, und das Ding werden wir auch nochmal irgendwann auch weiter ausbauen. Jetzt Tagebuch. So, wo steht denn das? Die sollte Schöpfung. Da werden wir Herzen aus Eisen. Eine Imkerpfeife. Sonnentempelgeschichten. Erkundet die Halle der Aloschen. Hier. Belohnung. Warte mal. Wir kriegen hier 9. Okay. Aber er hatte auch nochmal irgendwas anderes Neues. Bei ihm zum Herstellen. Was ist denn hier sonst so neu? Neue Fenster. Oh, geil. Runde Fenster. Geheimtüren. Geheime Kellertür. Den Wasserbrunnen müssen wir noch machen. So, was ist denn mit ihr? Hüte dich vor den Erloschenen. Meine Liebe. Der Alchemist hat dich beauftragt. Meine Liebe? Ich bin männlich, hallo? Der Alchemist hat dich beauftragt, die Hallen der Erloschenen zu betreten. Hüte dich vor den Erloschenen im Inneren. Diese Diebe versuchten einst, einen Teil der Flamme für sich zu beanspruchen und wurden von den Erbauern zur Strafe verflucht, nie wieder die Wärme eines anderen spüren zu können. Ich habe fast Mitleid mit ihnen. Die hat auch noch was Neues. Kondition. Wie spricht man die nochmal aus? Räubusch oder so? Blumenerde können wir jetzt herstellen. Nice. Oh, jede Menge neue Blumentöpfe. Boah, ich freue mich schon, wenn ich irgendwann mit dem Dekorieren hier anfange. Okay, Ofen. Almanach der Pflanzen und Setzling können wir hier auch noch machen. Hat sie auch was Neues zum Herstellen? Anscheinend ja. Großer Rucksack. Leder und Leinen brauchen wir dafür. Okay. So, Teppiche neu. Mhm. Und die Handspindel. Was ist mit ihm? Hat er auch was Neues? Greifhaken. Ja, Schmiedewerkzeuge können wir machen. Nägel. So, einhändige. Söldner-Set oder Wächterhelm? Wächter-Set. Ich würde eher hier auf eine Söldnerausrüstung gehen wollen. Wir haben Bronzebarren. Warte mal. Ach so, weil hier, das ist alles ja blau, deswegen können wir darauf zugreifen direkt. Okay, ich dachte schon, ich hätte was im Inventar. Machen wir hier mal zu und gucken mal auf der Map. Ich hoffe, es ruckelt jetzt nicht. Doch, es ruckelt. So. Wo ist denn das? Da unten ist was Neues. Ah. Es ruckelt schon viel. Was, wenn wir jetzt aus der Map weggehen? Wieso ist das immer bei der Map? So, hat es sich wieder eingefangen? Ich hasse das. Irgendwie muss ich irgendwo was mit der Einstellung was ändern. Ruckelt jetzt mir viel zu viel. Und die Frames gehen gerade im roten Bereich. Das gefällt mir gar nicht. Obwohl, jetzt geht's wieder. Es hat sich wieder eingefangen. Ist immer noch im roten Bereich, aber es geht nicht mehr höher. So. Fleisch, hoppala. Hä? Okay, ich musste ja erstmal lesen. Da hat sich auch was verändert. Mit dem Einsammeln. Muss ich auch erstmal wieder reinkommen.
Nee, warte mal. Vielleicht gehe ich einmal der Schnellreise hier hin. Zu der Hochweitwarte. Ping senden. Egal, wir reisen mal so. Und dann können wir das Ding auch noch unseren neuen Fallschirm hier Dings Gleiter mal ausprobieren. Da hinten ist das irgendwo. Okay, gehen wir mal dahin. Komm, wir haben jetzt blaue Streifen hinter uns. Wo genau ist denn das? Wir scheinen schon gleich da zu sein, richtig? Da? Aber da war doch die Dings, die Flammenaltar oder nicht? Dann dort oben. War hier nicht der Doch, hier, Flammenaltar. Wo kommt... Genau, Refugium der Flamme. Standort oben? Muss ich hier durch? Nehmen wir das auch mal... Hier ist ja noch einer. Dort oben, ey. Muss ich hier jetzt klettern? Ich gehe mal außen rum. Ich versuche mal da rum. Dann dort oben. Hier ist ein Weg. Vielleicht führt der dahin. Mal gucken, ich weiß es ja noch nicht. Jo. Da haben wir's. Alter, die Steine sind nice. So, gibt's hier noch was zu looten? Was ist das? Oh, ich bin eine Stufe aufgestiegen. 22, nice. Nehmen wir mal mit. Bücher nehme ich auch mit. Was mit den Büchern? Da war es doch gerade ganz kurz. So, nehmen wir auch mit. Wenigstens das funktioniert noch. Hier. Vorne schon was zu lesen. Alter, wie geil. Mit so einem grünen Licht. Oh, der Tisch ist auch nice. Ein neues Mysterium enthüllt sich. Sie sind schließlich mehr als nur Legenden. Die Hallen der Erloschenen existieren und in ihrem Inneren erklingen die Melodien einer vergangenen Ära.
Erinnerung an eine Zeit, in der ein klarer Himmel herrschte und das Miasma noch tief unter uns schlummerte. Diese Hallen, unbekannten Ursprungs, gibt es schon seit Jahrtausenden, aber ihre Architektur unterscheidet sich von dem Stil der Erbauer. Sehr merkwürdig. Es heißt, dass diese Gruften als Verbannungsorte für die Untersten der Gesellschaft dienten. Ich frage mich, ob die verfluchten Bewohner immer noch auf dieser irdischen Ebene wandeln. Also, ich glaube, das heißt ja. So, ich möchte den Stapel Bücher hier. Nein. So, das hier abbauen, bitte. Okay, was kommt hier auf uns zu? Ich sehe schon Untote. Was ist das? Ein Knochen. Dahinter? Nichts. Oh, hier sind auch nochmal Bücher und Äste. So, bitte abbauen. So. Robben! 6 Monate schon. Unglaublich, dass wir uns schon so lange kennen. So. Wie geht's erstmal? Und bist du immer noch bei Kami? Ich versuche das eine Buch hier zu kriegen. So zum Abbauen. So, kommt, da war's doch. So. Aha. Komm, ich will das Ding da haben. Das Buch. Ihr starrt mich gerade beide an. Nice. So, ich will das Buch hier einsammeln und mir geht's soweit ganz gut. Also diese 2 Wochen Pause von allem so in der Therapie hatte gut getan. Sagen wir so. So, komm, ich will das hier wieder einsammeln. Ah, Alter, dieser eine Millimeter hier. So, jetzt. Ach, habe ich die nicht wieder aktiviert gehabt? Boah, ich hatte die irgendwann deaktiviert gehabt, das mit den Katzenohren. Komm, weil ich 2 Wochen nicht da war, kriegst du die heute mal umsonst. Kami. So. Kriegst du die umsonst, ja? Ich muss mal schauen, was ich da mache. So. Nächstes Mal kosten die dann doppelt. So, ich will an das Buch herankommen. Wieso geht das nicht? So. Astrom, Hausflipper. Muss ich mal schauen. Brom, ich verstehe jetzt gerade nicht. Soll ich die Katzenohren wieder ausziehen oder wie? Soll das heißen? Okay, das ist jetzt erstmal. So. Ein Moment, ich bin jetzt. Alter, was? Was ist das denn für einer? Drecksmagier. Hier ist ja noch einer. Achso, es ist verboten, keine zu tragen. Okay, das ging schnell. So. Was hat der hier? Knochen. Was ist das? Ektoplasma. Eisbolzen. Ja, es geht mir definitiv jetzt mittlerweile besser. Das war, sagen wir mal einfach, es war zu viel, was auf einmal kam. So, und jetzt, wo ich jetzt ein neues Auto habe, muss ich jetzt zusehen, dass das Ding hier für den TÜV fertig ist, bevor ich irgendwie damit irgendwo rumdüsen kann. Denn der hat da schon einige Mängel. Sagen wir mal so. Ah, hier kann ich sofort... Was ist das? Rotes Marmorfragment. Rotes Marmorfragment?
So, oh, da sind wieder mehr. Mal gucken, bin in der Lage, es kaputt zu machen. Oh, weg von den Büchern, ich will die Heile haben. Das werden immer mehr. Aber die sind nur Stufe 10, also sind die noch einfach. Da ist noch einer. Ah, okay. Hier kann ich Knochen sammeln. Von denen nur Knochen. Wo kommst du denn her? So. Ah ja, Ostrom, genau. Wegen Hausflipper muss ich mal schauen. Es sind momentan zu viele Projekte auf einmal, die ich irgendwie auch noch gelöst kriegen muss. Vor allem mit Brom und Kami zusammen demnächst noch Baldur's Gate. Müssen wir mal schauen, wann wir das anfangen. Dann ab nächste Woche wollte ich ja auch anfangen, Tomb Raider zu machen. Als Live-Let's Play. So. Und auch noch Outlast, die Reihe muss ich auch noch fertig kriegen. Ich will dieser eine scheiß Millimeter hier, ey. So, jetzt kommt man ran, ne? Umut hat einen React Gothic. Ja, habe ich heute gesehen. Ich habe aber noch nicht reingeschaut gehabt. Ich wollte da später mal reinschauen. Und Ostrom, ja, was Tomb Raider angeht. Hatte ich gedacht gehabt, ich fange zuerst mit den neueren Teilen an und dann zu den älteren Teilen davon. So, da war es gerade ganz kurz zum Abbauen. Jetzt geht's mir auch. So geht's auch, okay. Ist hier drin was? Jo, los. Okay, ich mache die Dinge auch kaputt. Die Waben. Denn da drinnen auch Sachen sind zum Looten. Also mit Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider und so fange ich zuerst an. Und danach Tomb Raider, Angel of Darkness und wie die alle. Okay, hier sind auch Feinde drin versteckt. So, rotes Fragment. Ich sammle mal die ganzen roten Fragmente. Was ist das grüne Licht? Was war das? Ach, da ist noch einer. So. Und was haben wir auch eingesammelt? Hier gab es aber noch ein paar Waren. Eisschutzlotion. Schmieren wir uns gleich mit einer Lotion ein. Nice. Wir können uns hinsetzen. Boah, wie geil ist das denn? So. Komm, die Knochen nehmen wir mal mit. Wer weiß, was wir daraus noch machen können. So. Byzanz, beziehungsweise Ostrom. Ich sage einfach Ostrom zu dir. Welche drei Teile meinst du jetzt? Die neueren oder von den älteren Teilen? Die vielleicht noch einmal kurz reparieren. Ich weiß ja nicht, wann wir wieder so ein Bügeleisen bekommen. So ein Schwert gehört ja gebügelt. Also Shadow of the Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider und. Meinst du die Trilogie oder von den Älteren? Ah, okay, die. Also Rise of the Tomb Raider ist dein. Was ist das denn?
Da leuchten zwei Striche. Ich gehe mal davon aus, dass das eine Zahl sein soll. Eine 2. Kann ich das berühren? Ja, kann ich berühren. Was hat das jetzt gemacht? Ein Strich ist weg. Okay. Heißt das, hier ist irgendwo noch einer? Jo. Gefunden. Barriere gelüftet. Okay, nice. Wo rennen die hin? Wo sind die hingerannt? Ah, da ist wieder so ein scheiß Magier. So. Alles klar, dann viel Spaß beim Einkaufen, Dom und Kami. Dann sehen wir uns später eventuell nochmal. Oh, hier sind noch mehr. Wo kommen die näher? Diese Skeletthunde hätte ich gerne als Haustier. So, alle erledigt? Erhöht mein Dings. Einmal kurz abwarten, bis die Gesundheit voll ist. So, auf der Seite haben wir da auch noch was. Ja. Nochmal rotes Marmor. Dahin gab es noch eine Tür. Was ist denn hinter der Tür? Oh, hier. Salz. Ah. Ach komm, wir nehmen eh alles mit. Und schmeißen dann das weg, was wir nicht brauchen, wenn Inventar voll ist. So, aber was gibt's hier? Magier. So. Wo kommst du denn jetzt her? Nehme ich mal mit. Der steckt fest. So, was haben wir hier? Knochenpfeile. Und Knochenstrom. Magierstab. Ne, dann brauchen wir nicht. So, noch ein Mana-Prank. Ich habe keine Ahnung, was die Lichter sind. Als Schutzlotion. Nehme ich einfach mal vorsichtshalber mit, vielleicht braucht man das. Hier können wir lesen. An den anderen Flammenwächter. Ich bin die Spiegelung auf der Oberfläche eines langs unmerklichen Flusses, der dich zu sich ruft. Unbekannt und doch vertraut. Ähnlich und doch anders. Ein verlockender Ruf aus den Tiefen. Du hast noch genug Geist in dir, um meine Worte zu verstehen, ohne von Zorn geblendet zu sein. Was für ein verlockendes Geheimnis.
Warum kommst du nicht, um mich zu erleuchten, mein neuer Freund? Finde mich hinter dem Spiegel und tauche in die Tiefe. Bring mich zum Horizont, zum Licht, zur Brise. Du wirst es nicht bereuen, dein neuer Freund. Wir haben einen neuen Freund! Ich weiß jetzt nicht, wie, so, das nehmen wir mal mit. Können wir irgendwo einlagern. So. Und Wasser. Trinken wir vielleicht einen Schluck. Ich weiß jetzt aber noch nicht, ob der wirklich ein Freund ist oder sich nur als einer ausgibt, aber irgendwann sollen wir ja hier, so wie es hier zu verstehen gab, einen neuen Überlebenden geben. Vielleicht hat das hiermit zu tun. Kriegen wir hier auch. Und da sind schon die nächsten Untoten. Na, Jelly? Alles klar? Ja. Ah, der scheiß Magier wieder. Ich bin langsam. Warum bin ich langsam? So, mit. Jetzt habe ich aus Versehen alles mitgenommen. Ach, hier kann ich alles mitnehmen. Hier kann ich alles mitnehmen. Ja, soweit ganz gut. Ich bin jetzt auch seit 2 Wochen, also vor 2 Wochen war ja weg gewesen, weil es mir da eher nicht so gut ging. Bin in Therapie gegangen. Ah, hier haben wir wieder so ein Bügeleisen. Perfekt. War ich in Therapie gewesen. Und, ja, jetzt nach dieser Therapie, nach einer 2-wöchigen Pause, geht es mir auf jeden Fall deutlich besser. So, was haben wir hier? Wieder Bücher. Kann ich die so mitnehmen? Noch was zu mitnehmen. Ja, Bücher auf jeden Fall. Raft? Eigentlich nicht. Nee, die komplette Truppe, sagen wir mal so, die da eigentlich mitmacht, wir kriegen es nicht hin, irgendwie wieder einen gemeinsamen Zeitpunkt zu finden, wo wir alle wieder zusammen zocken können. Und, oder zusammen zocken. Das heißt, das ist eigentlich aktuell eher pausiert, aber das ist ja auch, wird ja momentan auch nicht für YouTube oder so aufgenommen. Deswegen hat das auch keine Eile. Das kann jederzeit gerne wieder in Anspruch genommen, wenn wir das hinkriegen, auch von der Zeit. Aber Raft ist auf jeden Fall noch gespeichert. So, wir müssen nur hinkriegen, dass alle 7 Personen es jetzt hinkriegen, zusammen mal da zu sein. So, jo. Okay, über seinen Kopf konnte ich nicht einsammeln. So, was ein Punkt. So. Vor allem mal gucken, was noch alles ansteht, so, weil ich versuche, beziehungsweise Hel und ich versuchen ja auch zum zusammen hier mal A Way Out auszuprobieren, zu zocken im Stream. So, und ja, okay, zum Greifen nah. Wir sind schon so nah, mein Freund. Vielleicht geht es dir wie mir. Grenzenlose Macht, unendliches Leben, ein ewiges Licht,
das in der Stille brodelt und in Türmen und Heiligtümern eingeschlossen ist. Was kann es dort Gutes bewirken, frage ich dich. Er sehnte sich danach, geteilt zu werden. Warum ergreifen wir es nicht gemeinsam, mein werter Flammenwächter? Die Tiefen rufen, komm näher und nimm meine Hand. Ich ziehe dich in den Schlund, dein neuer Freund. Sehr vertrauenserweckend auf jeden Fall. Ah, okay, da fehlt immer noch eins. Das sieht aus, als könnte man da hoch. Da oben ist auch jemand. Warum auch immer der sich nicht am Kampf beteiligt hatte. Okay, Barriere ist gelüftet. Und weiter. So, erstmal rotes Marmorfrack. Weg damit. Muss ich hier runter? Sieht danach aus. Mir geht's gut. War nur ein Beinbruch. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler, was ich hier gemacht habe. Den können wir auch looten. Brauchen wir nicht. Apropos looten. Ich habe hier was eingesammelt, was ich nicht haben will. Und wir haben... Komm, wir benutzen das mal. So, da in der Mitte sehe ich schon so ein Schlüsselding. Den Magier. So, was hat er? Komm, nehmen wir alles mit. Gibt's hier ein Bügeleisen? Was ist damit? Den kann ich nicht kaputt machen, okay. Ach, die grünen Dinger geben Leben. Okay. Hab mich schon gewundert, wofür die sind. Jetzt habe ich kurz auf den Chat geguckt. Noch ein nice. Hätte ich jetzt ein Haus, ich würde den damit gerne füttern. Oh, da. Alter, wie viel Schaden. Fünf Stück muss ich finden. Wohl, ne, sechs Stück waren das. Jetzt sind nur noch vier. Wann ich mal mit Gronkh zocke? Ja, ne, wenn ich ganz ehrlich sein darf, er hatte mich schon angefragt gehabt. Aber, weißt du, mit so kleinen Streamern und Creatern möchte ich eigentlich nicht so viel zu tun haben. Deswegen habe ich, habe ich ihm gesagt gehabt, so lieber doch nicht. Oh, natürlich. Ja, komm, drück immer das Falsche.
besser. Immer diese Geisterschädel. Was gibt's denn hier oben? Fledermäuse auf jeden Fall. Und hier ist der nächste Schlüssel. Ich nenne das mal Schlüssel. Da sehe ich schon den nächsten. Ich wollte hier eigentlich die Fledermäuse. Wie viel fehlt uns jetzt noch? Da hinten ist noch einer. Wie komme ich da hin? Genau denselben Weg, ne? Zwei fehlen noch. Also wenn wir den haben, einer noch. Kommt mal von da? Ne, von der. Also nur von da kommen wir da hoch. So ein Lebensding. Nein, nicht. Ah, ich dachte schon, ich fall runter. So, wo könnte jetzt der nächste sein? Es fehlt ja nur noch einer. Ein Schlüssel. Da unten irgendwo? Sieht so aus, als könnten wir hier runter. Okay, da sind auch Totenköpfe drin, in diesem Zeug. Was ist denn das? Etwas, das Schaden gibt. Und meine Ausdauer hinüber war. Okay, interessant. Kann ich von hier... Ich würde auch gerne... Teile hier haben, irgendwie. Die Baublöcke. Ich würde gerne nachbauen. So. Latan? Habe ich es richtig ausgesprochen? Latan? Oder? Wenn ich einen Tipp brauche, ich sag Bescheid. Erstmal suche ich noch. Ich bin jetzt gerade noch dabei. Es fehlt ja nur noch ein von den Schlüsseln. Von den Schlüsselsteinen. Ah, habe ich es richtig gesagt, okay? So, auf jeden Fall, den, der hier in der Mitte war, habe ich schon. Den da hinten, der hier war, habe ich schon. Die beiden, die da oben waren. Welchen hatte ich noch? Oben sehe ich jetzt keinen. Ach so, du meinst das Zeug, das Schaden macht. Also die Gegner meinst du. Okay. Ach toll, probier ich es erstmal noch alleine. So. Ich guck. Das Weg sagt mir. Da haben wir ihn. So. Das Zeug am Boden. Ach so, das grüne Zeug meinst du hier. Wegen das? Okay, was ist denn das eigentlich? Da kannst du gerne sagen, also, Ostrom, hier wegen, Resident Evil? Ja, ich hatte das mal angespielt gehabt. Also das HD-Remake von, aber ich kam mit der
mit dem Blickwinkel und so weiter nicht zurecht. Abbauen. Okay, warte mal. Hab ich eine Spitzhacke? Ja, ich habe eine Spitzhacke mit. Das Zeug abbauen. Was bringt denn das? Ah! Giftigen Schleim, okay. Danke dir. Ah, ich glaube, das wird fürs Erste reichen. Also wir können hier später nochmal wiederkommen. Wenn wir brauchen. Dann brauchen wir ja nicht mehr die ganzen anderen Viecher und so weiter zu farmen. Nur das Bücherfarmen, das wird ewig dauern hier. Wir brauchen auf jeden Fall die Möglichkeit, hier Bücher selber herzustellen. Also aus, keine Ahnung, irgendwelchen Rohstoffen. Weg. So, genau, Ostrom, wegen Resident Evil. Ich hatte das mal angespielt gehabt, hier, im Stream sogar. Ich glaube, gibt sogar einen Clip von, wie ich da irgendjemanden den Kopf abgeschossen habe. Ich weiß nicht, ich spiele dieses, das Update hier jetzt das erste Mal. Also vorher war es zumindest mir nicht bewusst. Ich nehme das ja auch parallel halt für YouTube auf und alles. Daher ist das alles eigentlich im Grunde größtenteils blind. Haben wir einen Weg und hier haben wir einen Weg. Also ich weiß nicht, was da alles möglich ist. Kommt drauf an, für was das Tipp ist. Wenn du einen Tipp hast, wie ich das mit der juckenden Nase loswerde, gerne immer wieder raus. Das. Ui. Okay. Weil ich habe so ein Problem, dass meine Nase mal anfängt zu jucken. Wenn du weißt hier, wie ich an neuen Bauchlöcken hier komme oder so, wenn du jetzt das gerade mal versehen kann, übersehen kann hier, kannst du gerne. Also kleine Tipps sind in Ordnung, sage ich mal so. Aber jetzt bitte, wenn es um Story geht oder sowas, bitte dann nicht, nichts verraten, weil Story möchte ich gerne selber noch erleben. Und erfahren und so. Und wenn ich dann irgendwas mal von Story übersehe, dann muss ich halt mit leben. Aber hier gibt es ja auch so ein Dingens hier. Wo waren das? Geschichten hier. Kann man alles nachschlagen, was man übersehen hat oder so. Ja, das, den Tipp kenne ich sogar schon mit dem Ausbruchbuff. So, ich lasse die mal rein oder raus oder wie auch immer. Okay, den kenne ich sogar. Ich bin jetzt nur halt ein bisschen zu lange. Okay, dann, dann ist in Ordnung. Dann kannst du mir kleine Tipps geben.
Nein, nicht die Tür zu machen. So, okay. Noch ein Hunde. So. Und hier unten. Hallo. Hallo. So. Jo, der hat mich trotzdem noch erwischt. Wo kommst du näher? Kommt einfach von hinten. Ja, Link wäre auf jeden Fall nein. Boah, Link muss ich, also Zelda muss ich auch noch spielen, die ganzen Teile, ey. Die Ohren absetzen. Ja, ich, die Ohren, da bin ich gezwungen worden, so. Ich habe eigentlich für Kanalpunkte hier, dass ich die aufsetzen muss. Aber ich habe die jetzt irgendwie, glaube ich, letzte Mal deaktiviert gehabt, wegen keine Ahnung welchen Grund mehr. Also, was für Grund war, weiß ich nicht mehr. Und die Kami, die vorher noch da war, die war ein bisschen traurig, dass das... Oh, verdammt, jetzt egal. Haben wir mitgenommen. Was gibt's hier? Finsterer Halbmond Magierstab. So. Obwohl bei mir ist ja so, dass die Nase auch ohne die Ohren hier juckt. Wenn ich auch mal so für YouTube aufnehme, habe ich die Ohren ja auch nicht auf. So, warte mal, gibt es da oben vielleicht irgendwie so einen Haken? Gibt es da oben was? Sieht nicht so aus. Ich mach mal die Tür wieder auf. Hätten wir vielleicht den anderen Weg zuerst gehen sollen? Wieder was zu lesen. Gibt es die Gegner? Ich gehe mal davon aus, dass wir dahin müssen. Na komm, ich setze die Ohren mal ab. Kam ich ja jetzt eh gerade nicht da. Gehe mal davon aus, außer sie sagt jetzt noch was. So. Komm zu mir. Du hast es weit gebracht. Es war richtig von mir, dir, meinen Wohltäter, Vertrauen zu schenken. Warum bleibst du in irdischen Ketten gefangen? Das rote Band des Schicksals ist um deinen Hals, um deine Handgelenke gebunden und schneidet in dein Fleisch. Du wirst von Haken der Vorbestimmung zerrissen, die sie tief zwischen deinen Rippen verankert haben. Befreie dich, finde mich in diesem Seelenmeer und entkomme mit mir. Streck die Hand aus, nur noch ein kleines Stückchen weiter bis zum Grunde. Lass uns gemeinsam wieder auftauchen. Du weißt, wer das geschrieben hat. Ein Freund. So, kann ich hier durch? Okay, hier kann ich nicht durch. Aber da hinten gab es ja auch noch irgendwas. Eine Tür. Da will ich auch noch mal durch. Da, ah, genau, da darf ich jetzt wieder durchspringen. Perfekt. So, sitzen wir noch eben, ein bisschen ausruhen, gehört auch dazu. So, genau, das war der Weg, den wir nicht gemacht hatten. Halt. Oh. Ich muss mich noch daran gewöhnen, dass die Steuerung jetzt mittlerweile anders ist.
Also ein bisschen anders. So. Da geht's gleich weiter und... Wir haben drei Wege, okay. Brauchen wir nicht. Noch eine Geheimtür. Ah! So. Knochengeißel, Streitkolben. Ich glaube, so geht das viel schneller. So, komm. Hier, abbauen. Ist hier noch mehr? Ich sehe gerade nichts. Die war es auch noch. Hier zuerst vielleicht? Ich sehe nichts. Also ist viel zu dunkel. Hier geht's auch noch mal hoch. Und da kommt schon die Fledermäuse. Jo, wie viele sind das jetzt? Alter. Gut, dass die nicht viele aushalten, aber... Waren schon ein paar viele. Und ich muss mir gleich noch ein Bügeleisen irgendwo herholen. Gehen wir mal hoch. Ah, noch mehr? Okay. Und noch ein Knochenhund. So, was haben wir hier? Silberschussbogen. Fernkampfwaffe Stufe 10. Ach komm, und mitnehmen. Ist der besser als mein Bogen? Muss ich gleich mal gucken. So, der macht 13. Ach. Nee, wenn, dann brauche ich den jetzt nicht. Okay. Den brauche ich eigentlich auch nicht. Den mache ich auch mal weg. Die brauche ich auch eher weniger, sagen wir so. Komm, den benutze ich jetzt auch mal. So.
Und da liegt sie. So. Komm, ich sammle jetzt nicht alles ein. Was ich vom Anzeigenhauptmeister halte. ich sag mal so. Ich hoffe, er wird mich niemals irgendwie abmahnen, sagen wir mal. An sich, eigentlich will er was Gutes tun, muss man auch sagen. Und dass viele Leute sich da irgendwie genervt fühlen oder so was, kann ich auch nachvollziehen. Ah, ich wollte nur das eine, oder? So. Also sagen wir so, was Thematik Anzeigenhauptmeister angeht, so, ich bin da. Ich kann beide Seiten verstehen. Ich finde super, dass er da feststeckt. Alles mitnehmen. Oh, hier ist noch einer. Wie manche hier einfach irgendwie versteckt sind. Nehmen wir alles mit. Und wir brauchen gleich trinken, Bügeleisen. Von hier kamen wir. Ah, das hat komplett alles im Kreis geführt. Okay. Ist da oben was? Nö. Okay, mal gucken, wo das hier hinführt. Das ist doch ein bisschen längerer Gang hier. Hier ist wieder so einer. Die verstecken sich aber auch überall. Also die für diejenigen, die hier bei mir jetzt neu sind oder nicht verstehen, die Ambosse, ich nenne die mal Bügeleisen. So, damit ihr das versteht. So, nicht, dass ihr euch dann fragt, so, hä, was meint er mit einem Bügeleisen? Wo will er ein Bügeleisen herholen? Oder so. Hier, das ist ein Bügeleisen. Denn Schwerter gehören bekanntlich gebügelt und aufgehauen zum Trocknen und alles. Nachdem die in der Waschmaschine waren. So, Bücher nehme ich alle mit. So, komm. So. Nochmal kurz reparieren und dann gehen wir weiter. Thank you.
voll bin ich jetzt eigentlich? Sobald wir gleich wieder zu Hause sind, in der Base. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das hier noch dauern wird. Verstanden. Aber sobald wir zu Hause sind, machen wir uns dann oder sehen zu, dass wir dann dort den größeren Rucksack bauen. Herstellen, craften. Geht's weiter und da geht's auch noch mal weiter. Ich würde zuerst hier reingehen. Okay, geht nicht auf. Was haben wir hier? Ich hoffe, da hinten ist was versteckt. Ich werde definitiv noch mal irgendwann wegen dem grünen Schleim hier noch mal herkommen. Und das da alles einsammeln. Wir müssen ja eine ganze Kiste dann voll haben damit. So, wieso kann ich das hier nicht aufmachen? Den Knopf? Irgendwas? Okay, hier haben wir wieder eine dicke Armee von denen. Yo. Ah, wieder der Magier. Ist das noch ein Magier? Von wo kommen die denn jetzt her, hä? Das war jetzt... So, Magier zuerst. Das wollte ich nicht. Wo kommt die her? So. Mal alles mitnehmen. Der Knochen kann man hier auch super farmen. Schädelbeschwörungsgefäß. Von wo kamen die? Ach, die Tür ist jetzt offen. Also müssen die von hier gekommen sein. Okay. Ich hätte ja vorhin gesehen gehabt, dass da auch so eine Truppe von denen einfach aus dem Nichts irgendwo hingerannt sind. Dann sind die auch wahrscheinlich von hier.
von hier wahrscheinlich auch zu mir rüber gerannt. So, Unterkieferbrecher. Der gefällt mir jetzt schon. Ich glaube, ich gehe noch mal kurz zum Bügeleisen. Also hier ist es schon. So. Oh, wir haben ja Fähigkeitspunkte eigentlich. Vier Stück. Dann kann ich das hier vielleicht jetzt an die machen. Ja, den Aufwind. Jetzt können wir den endlich machen. Den hatte ich Ewigkeiten irgendwie auch vergessen gehabt. Den wollte ich schon lange mal gemacht haben. So, wir fangen mal hier an. Hier ist zu. Also die öffnen sich durch irgendwie, keine Ahnung was. Irgendwas muss man machen, aber ich habe noch nicht verstanden, was. Dass die sich öffnen. Muss man diese Armeen hier besiegen? Jo, was ist das denn da für einer? Mit der roten Axt. Das war schon mal gut. Jetzt kann ich keinen Doppelsprung machen. Geht schon gut los. Ah, der Magier. Was bist du denn für einer? Bist ein Boss, ne? Und ein Schlüssel, okay. Da sind wieder welche. Da ist noch so einer. Okay, der Schlüsselmeister, der kommt da auch wieder. Der Zwischenboss. Alter. Okay, die Bomben bringen sie nicht viel wird. Alter, der Zauberer. Egal welches Spiel, ich hasse die Zauberer immer. Jetzt sind sie da hinten.
Und hier sind die offen. Da hinten waren die nicht offen. Oder sind die jetzt hinten auch offen? Muss ich die immer einzeln hier besiegen? Hier gibt es auf jeden Fall eine Truhe und so einen Zauberer, glaube ich. Der auf dem Truhen steht. So, Halle der erloschenen Block. Nice. Den haben wir schon mal. Nein, ich wollte das hier nehmen. Brauchen wir nicht. Rucksack hier. Da oben haben wir den schon mal. Und den brauchen. Nein, jetzt habe ich gelöscht. Ich wollte. Wir haben auch zu viele Knochen. Den brauchen wir auch nicht. Ist sonst noch irgendwas? Ich glaube, das würde erstmal so gehen. Jetzt habe ich aus Versehen das eine Ding da gelöscht, das zerlegen. So, hier ist keiner mehr. Nehmen wir. Da gibt es Bücher. So. Halt der erloschenen Block. Haben wir nochmal 224. Oh, Bücher. Einsammeln. Komm. Da ist ein Millimeterdach. Pixel genau immer. So, und die chillen da jetzt in der Mitte, ne? So, Magier, du bist der Erste. Moment. Alter. Jo. Jetzt eben ganz kurz den. So. Alle erledigt. Barriere gelüftet. Nein, doch nicht alle erledigt. Die hatten die vorhin nicht gesehen. So, wo kommst du denn? Wo kommen die denn her? Hier muss ich mit rechnen, dass Skelette immer irgendwie aus dem Nichts kommen. Autsch. So. Dürften da jetzt noch zwei sein. Okay. Ne, noch ein paar mehr.
Ich glaube, ich darf gleich mein Schwert wieder reparieren. Ich gehe zuerst mein Schwert reparieren. Nice. Ich habe wieder Ding. Oh, das war glaube ich. Okay, hat aber noch gefunden. Ey, du da. Gut, hier ist nur einer, ne? Beides brauche ich nicht. Die Bücher brauche ich. So. Nochmal 211. Wenigstens ein Vorteil, ich brauche nicht mehr so viele von denen selber irgendwie herzustellen. So, da war es doch ganz kurz. Da. Da hast du noch eins. Ich will den haben. So. Komm. Ja. Ist da noch ein Buch mehr? Hier ist kein Buch mehr. Dann noch den da hinten. So, die hier mitnehmen. Komm. Diese Pixelarbeit hier, diese minimale Pixelarbeit. Da war's. Da war es auch ganz kurz. Komm. Den haben wir jetzt. Was, wenn ich so mache? Okay, so geht viel, viel schneller. Hätten wir vielleicht von Anfang an so machen sollen. Und hier nochmal 202. Oder ist es immer weniger? Nichts, was ich haben will. Auch nichts, was ich haben will. Gut, dass wir den Magier zuerst gemacht haben. So.
Hi Nilski, alles klar? Wie geht's dir, mein Guter? So, nehmen wir auf die. Ich habe die kaputt gemacht. Ne, doch nicht. Die sind hier drunter irgendwo versteckt. Wie du siehst, ich bin jetzt gerade dabei, hier die Hallen der Erloschenen mal zu machen. Das erste Mal für mich jetzt. So. Also mir geht es soweit ganz gut. Also besser als die letzten Wochen, sagen wir mal so. Die letzten Wochen waren eher semi-gut, kann man sagen, kann man behaupten. Mittlerweile aber auf jeden Fall besser. Ah, heute eigentlich ganz gut. Vor allem heute habe ich gut was geschafft, sagen wir mal so, was Aufnehmen angeht, auf jeden Fall. Das Ding leuchtet. Können wir öffnen. Alden Crowley freigeschaltet. Er ist nicht in meinem Inventar. Oh, hier haben wir noch ein Buch. Also das ist also der neue Charakter. Oder der neue NPC oder so, den man hier finden kann. Dankeschön für die virtuelle Umarmung. Jetzt danke dir. So, gibt's hier sonst noch was? Was hier kann ich aufmachen? So. Nicht das Ding. Nein, nicht das Ding. Ich dachte, da wäre irgendwie. So. Nilski, aber erzähl mal, was. Wie war dein Tag so? Was hast du heute so gemacht? So, ich möchte gerne wieder was sehen. Ah. Die Geisterköpfe. Nehmen wir alles mit. Komm. Achso, damit funktioniert es nicht. So was wollen wir nicht. So. Wir sammeln hier nur ein XP. Für so ein Kopf. Okay, hier, Kobrakern. Ah, Kobrakern-Zauberstab. Nehme ich mal mit. So, was haben wir hier? Ah. Knochenpfeile. Ach, da vorne sind auch noch ein paar Vasen, die ich jetzt vergessen habe. Kommen wir hier da jetzt an? Ah, okay. Home Workout. Boah, ja, Sport wollte ich ja jetzt auch wieder anfangen. Vor allem, ich bin jetzt. Warte mal. Stimmt, hier hat man noch nichts gemacht, warte. Ja, jetzt wieder das Startgebiet hier, wo wir hier auch reingekommen sind. Sie
Weil da hinten sieht man ja schon den Ausgang. Ich fange ja jetzt auch auf jeden Fall mit dem Sport wieder an. Wieder fitter zu werden und so. Denn wenn ich ehrlich bin, ich habe in den letzten Monaten schon ein bisschen was zugenommen, sagen wir mal so. So. Nein, das wollte ich nicht lesen. Ich wollte das. Yo! Nilski, danke dir! Danke für den verschenkten Sub an Ostrom. Danke dir. So, können wir wieder mitnehmen und hier auf. So, hier wieder Pixel genau. So, komm, den Pixel. Da, haben wir es. Nice, haben wir erledigt. Haben wir geschafft. Beschwöre den neuen Überlebenden. Will ich gleich auf jeden Fall machen, sobald wir gleich zu Hause sind. Wir waren jetzt locker ein bisschen mehr als eine Stunde drinne. Und wir haben schwarze Steine gesammelt, auf jeden Fall. Und auch einiges an dem Gift. An dem Giftzeug. Komm, wir warten noch einmal. Dann würde ich dahin fliegen wollen. Ich will das jetzt mal richtig mit diesem Dings, was wir jetzt freigeschaltet haben. Hier, mit dem Aufwind. Mal richtig testen, wie weit wir jetzt kommen. Und den neuen Gleiter. Also vor allem in solchen Höhlen oder Höhlendurchgängen habe ich ja ein Item. Fuck. Nein, jetzt bin ich hier Shit. Auf jeden Fall in einem dieser Höhlen habe ich vergessen, noch eine Sache abzubauen. Oder in einigen der Höhlen. Oh, die sind auch wieder da. Ja, nehmen wir mit. Also, da gibt es nichts mehr. Aber hier. So. Da haben wir diese leuchtenden Blöcke kriegen. Habe ich eine Sache vergessen, da einzusammeln. Diese Lumineszenzblöcke. Wo ich keine Ahnung habe, wofür ich die brauche, aber die hätte ich gerne auch. Auch auf jeden Fall. Zumindest in der Sammlung. So, an den einen Buch komme ich jetzt nicht ran, oder? Ah, da war ich. Nein. Jetzt muss ich schnell wieder zurückfinden. Das war gleich hier oben noch. Ah, dafür braucht man Magie oder wie? Das Blaue da oben. Oben links. Für den Aufwind. Okay, also müssen wir auch irgendwas in Mana investieren.
alles wieder einsammeln. Warte mal, ist die Ruine da nicht neu? Ich kannte die auf jeden Fall nicht. Vollkommen, wir können... So, es kann sein, dass jetzt gleich wieder ruckelt. Obwohl bis jetzt noch nicht am Ruckeln ist, oder... Kein Problem mit dem mit der Kodierung. Wo ist jetzt mein Zuhause? Ich bin, glaube ich, zu weit im Osten. Was ist das hier? Nomadenhöhen, okay. Bisschen weiter westlich. Da. Da ist mein Zuhause. Reisen wir da mal hin. So. Und... Ich würde dann jetzt eben ein kleines Päuschen machen wollen, eben schnell kurz auf Toilette. Dann wäre ich gleich wieder da.